Recht herzlich willkommen zur 73. Folge von Rond Age Medieval. Ja, wir stehen hier mit unseren Truppen und ja, hier ist nur so ein Lager oder sowas. Also wir müssen erstmal die Zeit wieder starten, dann gehen die da auch hin. Und dann gucken wir doch mal da rein, was die da. Hier ist ja noch so ein Banditenlager, Ist Türken. gebockt. Gucken wir mal, was da los ist, oder? Und wie ist es? Oh, da sind nicht viele Leoparden, die sind aber vorher dran gewesen, okay. Die haben wir erwischt. Und jetzt das Banditenlager. Versteck wird belagert. Okay. Kein Kampf oder was? Ach, daneben ist der Kampf, alles klar. Oh, da sind verdammt viele Banditen und ja, dann sind unsere Truppen jetzt gleich kaputt. Nicht so gut geklappt, ne? Naja. Dann müssen wir das nächste Mal ausheben, wenn wir wieder Truppen haben. Wie sieht's denn hier aus? Können wir hier was machen? Eine Kaserne? Können wir die bauen? Ja, geht so. Würde ja auch Sinn machen, hier in der Nähe jetzt eine Kaserne zu bauen, ne? Aleppo ist noch mit 2000 Leuten hier zu, oder nur noch 2000 Sachen, dann ist die Belagerung auch durch. Hier haben wir nur noch 478 Truppen, ist ein bisschen wenig dann auch, um die Banditen dann nochmal zu belagern. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Aber das werden wir schon noch schaffen. Das sind ja jetzt hier nicht mehr viel, dann haben wir die Stadt gleich belagert. Und dann wird es ja im Text wohl auch weitergehen, ne? Gucken wir gerade noch rein, wie das ist. Ja, okay, das geht voran, das ist gut so. Ja, schauen wir da. 1500. Aber wir können da oben natürlich noch ein paar Truppen ausheben in Sofia, ne? Machen wir mal. Da rein, dort rein und ja, ausbilden, was steht da? Ja, wir haben aber gerade ein bisschen mehr Unterhalt insgesamt gesehen, ne? Bogenschützen, haben wir auch noch zwei. Speer brauchen wir nicht. Ein Pferdebogen, der ist noch ganz interessant. Ja, ich glaube, der Rest brauchen wir da nicht. Gut, dann gehen wir unten gucken. Aleppo müsste jetzt irgendwas passiert sein, oder? Na, noch nicht ganz, aber fast. Sah so aus, als ob. Ach ja, ich war, wenn ich im Menü bin, dann stoppt das ja. Genau. Pferdebogner, Bildenmeister, Axtkämpfer und noch ein Axtkämpfer. Gut. Das ist noch nicht so weit. Haben wir denn woanders noch die Möglichkeit? Oh, hier haben wir auch noch die Möglichkeit. Bogenschützen. Das sind Speer, ne, Pferdebogner. Landwehr, ne. Machen wir die beiden noch und dann haben wir genug Truppen erstmal. Tausend noch. Weniger wie 1000. Wo waren das? Ach komm, jetzt warten wir hier, bis das fertig ist. Da haben wir die Stadt eingenommen, oder wie sehe ich das? Automatische Flucht, nee, die wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier die Stadt einnehmen. So, 600 noch. Wird immer weniger. Klingen, 500 noch. 500 nur noch. Warum klingelt es? Achso, die Truppen werden fertig. Das klingelt da oben. Müssen wir mal gucken. Ja, komm, zack. Die nehmen wir schon mal mit hier runter. Wir können schon Jawohl! mal hier hin marschieren. 200. Jetzt. Jetzt. Noch eine Truppe fertig geworden. Und Aleppo gehört uns. Mit dem Sieg über Aleppo ist es Leon endlich gelungen, das Vertrauen des Patriarchen zu erlangen. Das Kirchenoberhaupt belobigt den jungen Fürsten als einen wahren Bruder im Glauben. Und unter den Soldaten feiert man den Sieg über die Ungläubigen.
Der Plan, den Leon und ich gemeinsam schmiedeten, scheint Erfolg zu haben. Und der Kaiserthron ist ein großes Stück näher gerückt. Lieber Leon, meine Glückwünsche zu deiner letzten Eroberung. Sie hat Eindruck beim Patriarchen hinterlassen. Trotzdem waren all meine Versuche vergebens. Er will meinen Eid nicht aufheben. Mit Diensten für die Kirche ist es wohl nicht getan. Wir müssen die Sache zu einer persönlichen Angelegenheit machen. Zu einer Familienangelegenheit. Okay, das heißt, nächstes Ziel ist Barmas, Hauptstadt ist Odessa. Mache die Stadt ausfindig und schließe mit Barnas einen Handelsvertrag ab. Gut, das ist jetzt nicht so schwer. Wir schicken mal die dahin. Hier haben wir auch noch Truppen stehen. Machen wir. Schicken wir auch dahin und dann haben wir erstmal genug, um hier diese Herrschaften da zu bedienen. Truppen. Überall, ne? So, die kommen alle her. So, hier ist ja jetzt einiges aufgebaut. Okay. Machen wir erstmal einen Gasthof, ne? Ah ne, der ist schon da. Ne, dann brauchen wir das erstmal nicht, sondern hier. Ach, das wird auch gebaut wohl. Okay, hier gibt es dann eine Moschee und so. Ja, gut. Handel, Produktion, ist klar. Was fehlt da? Arbeiter fehlen und Rohstoffe fehlen. Naja, okay, dann lassen wir das erstmal hier so ein bisschen laufen. Die werden ja dann mit der Zeit auch wachsen. So, das sind 1268 Kampfeinheiten und die werden jetzt mal das Türkenlager aufräumen, oder? Boah, die waren mehr wie wir, oder? Aber wir sind die besseren Truppen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? So. Die sind wir los gleich, die Banditen. Entschuldigung. So, Banditenlager ausgehoben. So, und dann geht die Belagerung ja auch noch. Wieso machen die eigentlich nichts? Naja, okay, die belagern weiter und mit der einen Truppe können wir auch spähen gehen, ne? Odessa, nordöstlich von, sag schon, Sofia. Banditenlager vernichtet. Okay, das ging schneller wie gedacht. Habe ich gedacht, die wären jetzt schneller dabei. Sicher. Guck, gehen wir mit denen dahin. Und die gucken wir hier oben weiter. Ist gebongt, geht also. Letztens konnten wir da noch nicht weiter, müsste jetzt dann freigeschaltet sein, wenn das nordöstlich sein sollte und wir... Odessa ist am Schwarzen Meer eigentlich, oder? Da ist doch Odessa. Sicher. Sehen wir doch schon. Ja, dann. Ist gebongt. Ziel nicht erreichbar, alles klar. Mosul, aha. Machen wir. Mosul ist schon erkannt. Uns reicht's. Wieso gehen die wieder weg? Keine Kampfkraft mehr oder was? Dann gehen die nach Hause, okay. Automatisch, wenn sie diesen. Okay. Kenne ich jetzt noch nicht, aber ist jetzt auch nicht spielentscheidend. Die, da sind nur noch zwei Einheiten. Wo sind die anderen? Ach, okay. Jetzt verstehe ich. Ist gebongt. Die Händler, weil wir mit dem im Krieg sind, werden geplündert. Ja, das wollen wir jetzt nicht unbedingt machen. Jetzt lass mal weitergehen. Ich glaube, wir stellen die hier hin. Das ist hier schon eine gute Stelle. Weil dann kommen da immer welche raus und dann machen wir die kaputt, ne? Gut, passt schon. Da ist noch eine Höhle. Die haben wir noch nicht erforscht, ne? Komm mal, Jungs, dann bleibt mal hier. Wir gucken uns mal gerade die Höhle an. Ich weiß nicht, wer da drin ist, aber das können wir mal gerade noch checken. Wo ist denn die eine Truppe jetzt? So, die ist abgehauen, ne? Ist da oben noch wer? Nein. Aber hier müssten ja noch welche irgendwo sein, oder?
Leoparden waren da zu Hause. Okay, aber jetzt geht doch ein Kampf los. Ja, sieht gerade etwas schwierig aus. Die Leoparden sind wohl doch etwas stärker. Gut, das werden wir dann auch nicht schaffen. Machen wir mal gerade auf aggressiv, ob das was bringt. Ah, sind doch nicht alle Truppen auf einmal beteiligt. Deswegen wahrscheinlich, ne? Ist jetzt nicht verkehrt, dass die dezimiert werden, weil die waren sowieso zu teuer. Okay. Jetzt doch gleich alle weg. Alle weg. Oh, gut. Hat das nicht geklappt. Hier haben wir auf jeden Fall noch Truppen jetzt. Schicken wir die mal hier nach Odessa. Konstanta. Gut, dann müssen wir den Handelsvertrag hinkriegen, ne? Oder wie war das? Wo ist das? Das ist da. Das sind Bären, die da immer wieder unsere Truppen angreifen, wahrscheinlich. Wird nicht lang dauern. So, gehen wir mal gucken, was die Stadt so sagt, beziehungsweise Diplomatie. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr führt nichts Schlimmes im Schilde. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Ja. Machen wir das mal mit den Soldaten. Vielleicht geht das ja auch. Und wir wollen ein Bündnis? Nein, wir wollen ein Handels. Transitabkommen. Also es ist wahrscheinlich noch zu schwach, ne? Komm, machen wir mal so. Und vorschlagen. Dieses Angebot kann ich sicherlich annehmen. Ja, wir müssen hier steigern dann, ne? Das ihr Bündnis hier absetzen. Ware, Stadt, Soldaten, Gold. Geben wir mal 100.000. Und machen okay. Und hier. Sympathie war Holz statt Odessa. Da würde ich mehr machen wollen. Komm, machen wir erstmal einen Vorschlag. Nein, dieses Angebot werde ich nicht akzeptieren. Okay. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Gut, machen wir das mal so. Ja, und dann sind wir hier schon hochgekommen. Und deswegen könnten wir das vielleicht irgendwie auch mal schaffen, bis wir da weiteres machen. Und dann ist das höher und dann wird das vielleicht auch gehen. Dauert halt seine Zeit, ne? So, warte mal, da gehen wir mal hier mit hin. Gehen wir hier in die Schlucht erst und dann gucken wir da später weiter. Wie wir da vorgehen. Wo hatten wir noch Soldaten in Izmir vielleicht? Da waren wir schon zu weit. Ja, da sind noch ein paar Truppen. Wir reiten los. Auch da bitte hin. Und hier unten müssten eigentlich... Ne, da haben wir nur die Kaserne gebaut, ne? Wo es gegen Reiter hatte. Okay. Das ist erstmal erledigt dann. Das sind jetzt zwei Truppen. Und das ist ein Händler. Da kommen nochmal zwei. Das sind vier. Wir haben nur noch sechs Truppen, steht da oben. Wo sind denn die anderen? Das ist ein Pferdebogner. Das ist also 2, 4, 5. Dann geht hier die sechste spazieren, oder? Ja. Das sind jetzt 2, 4, 5. Sechste ist dann da. Genau. Lass uns doch mal hier zum Warenhaufen gehen. Ja, okay, die Bären kriegen wir kaputt. Die stören uns ja hier immer, ne? Stoppt das nicht.
das, so gut das. So, da ist auch noch einer. Und da auch noch ein Warenhaufen. Das ist eine Holzhütte. Lass mal gucken, ob wir da was machen können. Gut, da haben wir 9 Leute mehr, auch schön. Da ist schon wieder ein Bär. So gut wie da. Dann geht's da wieder ab. Aber da sind nicht viele. Können wir bewältigen. Ist da noch ein Warenhaufen? Nee, ne? Nee. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.